Ja, hallo? Ja, Dynamo Dresden. Es freut mich sehr, dass Sie Zeit für uns finden konnten nach dem Spiel. Also, es war ja schon sehr beeindruckend, was man da heute Abend gesehen hat. Also, ja. Und, ja, ich habe mir einige Fragen aufgeschrieben und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ja? Also, an. Hallo? Komm mal anfangen. Ja, Mann, lass anfangen. Gut, Herr Dynamo Dresden, dann kommen wir auch gleich mal zur ersten Frage, was sich auch sehr viele stellen, also was wirklich sehr viele interessiert, also wie stellen Sie sich so Ihre Zukunft vor, also da draußen, nicht nur hier draußen auf dem Spielfeld, sondern allgemein? Naja, eigentlich, ich werde natürlich weiterhin Körbe werfen und so ein Zeug. Das, ich glaube, Sie meinen Basketball, aber okay. Sie meinen, bei Fußball sagt man Torschießen, also Nerd. Was ist eigentlich Ihr Geheimnis? Also, können Sie uns vielleicht da verraten, was sind da so, können Sie uns da ein bestimmtes Geheimnis verraten? Ich hab vergessen, die Manuel Neuer Karten zu bezahlen. Ah, gut, das wissen es alle. Alle denken, ich hätte sie geklaut. Ich habe einfach nur vergessen, das Geld rauszuholen. Das war's, alles klar. Ein Bekannter von mir ist Polizist. Sie haben gerade Leitungsleitung und bestimmtes abgelegt. Ja, scheiße. Was ich eigentlich meinte, also, wie sind Sie so gut geworden im Fußballspielen? Also, Sie sind ja auch ein sehr gefragtes Mitglied in der WM und halt allgemein in der, Sie sind ja auch jeder, der halt über die WM oder die deutsche oder eine deutsche Fußballmeisterschaft spricht, da fällt dann irgendwann Ihr Name. Ja, also. Und ja, wie machen Sie das? Also, Sie sind ja richtig gut. Also, ich glaube, seit Sie da sind, also seit den 4 Jahren, wo Sie hier sind, die WM noch gar nicht wirklich ein Spiel verloren. Oder halt irgendeine Fußballmeisterschaft. Na gut, ich verrate Ihnen mein Geheimnis, wieso ich so gut bin im Fußball. Essiggurken. Ja, Sie haben richtig gehört. Essiggurken. Ich nehme 4-5 davon vor dem Spiel. Und dann macht sich das eigentlich schon von allein. Ja, dann muss ich noch etwas ansprechen, was uns da vorne auf dem Spiel. Auf dem Spielfeld so aufgefallen ist, weil sie sind da ein bisschen, sag ich mal, ja, eskaliert. Also, es war auch ein Kamerateam, hat das leider auch aufgezeichnet. Also, bitte sehen Sie es sich doch gerne nochmal an für alle, die diesen Skandal nicht miterleben konnten. So, und herzlich willkommen zu einer weiteren aufregenden Runde, ja, dieses Jahr. Ich, Tommy, was denkst du denn? So, also, wird das gut werden? Das hast du mich jetzt schon 5-mal gefragt. Langsam geht mir diese Frage echt gehörig am Arsch vorbei. Sehr schön! Und da kommt auch schon Marco. Und, ja, er wirft den Ball und die Scheinwerfer sind kaputt. Er wirft und ah, nein! Er verfehlt. Ihr könnt mich doch alle mal! Ja, ihr könnt mich alle mal! Sowas von! Ihr könnt mich alle mal! Oh mein Gott! Er hat live vor Publikum geflucht. Oh Mann, oh Mann. Damit wird er seine Karriere aber wirklich in den Schatten stellen.
Ich war halt sauer. Ich war sauer, dass ich die Scheinwerfer waren kaputt und ich konnte das Tor nicht sehen. Ich war mir wirklich sicher, das war das Tor da. Aber nein. Es sah so nah aus, aber nein, das war es dann doch nicht so ganz. Gut, und dann können wir, dann bleiben wir da auch gleich mal dabei. Ja, sie ruinieren damit nicht nur sich, sondern auch ihre Karriere. Und sie lief doch wirklich gut. Also ich an ihrer Stelle hätte das nicht getan. Das war schon echt. Das war echt ein Riesenfehler, den sie begangen haben. Und auch ihre Kollegen da werden das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Also ich glaube, das wird noch große Konsequenzen haben. Entschuldigung, dass ich Fehler mache. Gut, dann kommen wir jetzt noch zur letzten Frage. Haben Sie denn jetzt nicht auch gar keine Angst? Also da ist es nochmal sehr, gerade eben halt so, da muss ich wirklich nochmal drauf zurückkommen. Haben Sie denn wirklich überhaupt keine Angst, dass Ihre Karriere damit beendet werden könnte, mit dieser Aktion? Ich meine, da haben 2 Milliarden Menschen zugesehen. Wegen der Quarantäne oder Corona, wegen Corona, das können ja gerade nicht so viele dabei sein, aber trotzdem. Sie sind da wirklich eine große Beleidigung für die deutsche Nationalmannschaft. Und ich glaube auch eine große Gefahr. Also, vielleicht reden Sie nochmal mit dem Schiedsrichter, dann kann er vielleicht da nochmal was machen. Ja, vielleicht. Okay, ich rede da nochmal mit ihm. Ja, alles klar, alles klar. Vielleicht, ich hoffe, dass er dann da die Sache vergisst, einfach und dann. Er hat meinen Wagen genommen. Ich muss hier wohl übernachten. Jo, liebe Leute. Dieses Video sollte keinesfalls eine Beleidigung gegen die WM oder die deutsche Nationalmannschaft sein. Es war hauptsächlich auch Spaß. Aber falls ihr mehr von Marco sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und damit haben wir schon wieder einen neuen Charakter dieses Jahr. Erst Manuel, dann Dirk und jetzt Marco. Ja, dann tschüss.